Zwei Spieler, ein Spielplan und ein Vorrat an edlen Megalith-Spielsteinen. Das sind die Zutaten für das Taktikspiel Karnak von Huch & Friends. Gut gekippt ist halb gewonnen. Trotz taktischer Tiefe ist Karnak schnell erklärt. Der Spieler stellt einen der 28 Spielsteine aus dem Vorrat aufrecht auf ein Quadrat des Spielfeldes. Die nach oben zeigende Farbe entscheidet darüber, wem der Spielstein aktuell gehört. Der andere Spieler hat nun die Wahl, ob er nun den eingesetzten Stein kippen möchte und einen weiteren Megalith aufs Spielfeld setzt oder am Spielstand nichts verändert und seinen Gegner direkt wieder an die Reihe kommen lässt. Gekippt wird immer in gerader Linie auf zwei angrenzende Quadrate. Zug um Zug bilden sich so immer größere Flächen einer Farbe, sogenannte Dolmen. Sobald der gemeinsame Vorrat an Megalithen aufgebraucht ist und keine freien Flächen mehr auf dem Spielplan sind, endet das Spiel. Gewonnen hat der Spieler, der dann die meisten Dolmen hat. Vorsicht! Durch taktisch kluges Spiel können zwei Dolmen schnell zu einer einzigen Fläche verschmelzen und schon werden aus zwei sicher geglaubten Siegpunkten nur ein einziger. Stein um Stein, Zug um Zug und Dolmen um Dolmen zum Sieg mit Karnak, dem Taktikspiel von Huch & Friends.